Moin Freunde und einen wundervollen. Ja, so schnell sehen wir uns wieder. Heute war eigentlich gar kein Video geplant, aber es gibt doch einige spannende Neuigkeiten. Zum einen möchte ich mit euch mal nachholen, was wir zuletzt versäumt haben und uns mal den Quartalsbericht aus dem Q3 2023 geben. Der kam am letzten Tag im Oktober. Bisher habe ich noch keine Zeit gefunden, den mal in Ruhe durchzugehen. Heute ist es soweit, wir werden ihn gemeinsam anschauen, beziehungsweise ich habe euch mal die wichtigsten Stellen rausgesucht. Außerdem, heute erinnert ihr euch vielleicht noch daran, 9. November, eine ganz besondere Deadline. Wir werden darüber sprechen und darauf hoffen, dass heute irgendwas Spannendes passiert. Und wir werden darüber sprechen, was es auf dem Ripple Swell Event für Neuigkeiten gibt, denn dort gibt es eine neue Partnerschaft von HSBC. Und Ripple, beziehungsweise indirekt mit Ripple, werden wir gleich darauf zu sprechen kommen. Starten wir am besten mal direkt mit dem Quartalsbericht und wir werden uns natürlich nicht alles anschauen, aber so ein paar wichtige Punkte. Zum einen war ich natürlich neugierig, ob sie eventuell doch wieder ihre Verkäufe mit reinnehmen. Natürlich nicht, aber zumindest geben sie uns am Ende dieses Ganzen bekannt, wie viel Ripple tatsächlich hält und wie viel die Veränderung ist zu den Monaten zuvor. Also eigentlich das, was wir wissen wollen, werden wir am Ende dieses Berichts erfahren. Fangen wir zunächst einmal an mit der Zusammenfassung, wie Ripple den Kryptomarkt einschätzt. Finde ich sehr interessant. Im dritten Quartal orientierte sich der Kryptomarkt weniger an breiten makroökonomischen Vermögenswerten und legte stattdessen mehr Wert auf branchenspezifische Nachrichten und Kapitalströme. Im Q3 erreichte die Korrelation von BTC zum S&P 500 mit 0,23 einen historischen Tiefstand. XRP wies im gleichen Zeitraum auch eine geringe Korrelation auf. Das heißt, die beiden haben sich quasi entkoppelt, Bitcoin und der S&P 500. Und während der S&P 500 so ein bisschen in Straucheln geraten ist, hat Bitcoin eben sein Ding gemacht und XRP, wie wir die letzten Tage gesehen haben, ebenfalls. Es gab erhebliche Marktentwicklungen, die die Vermögenspreise und die Liquidität belasten. Mehrere Fälle von Hacks, Rugpulls, Betrügereien, die insgesamt 686 Millionen Dollar gekostet haben in diesem Quartal, jetzt nicht nur Ripple, sondern generell die Branche, unter anderem auch ein Hack, bei dem irgendwie Ether im Wert von 8 Millionen und so weiter und so fort. Was allerdings sehr interessant ist, ist hier nochmal das, sowohl Bitcoin als auch XRP hatten ihr 3 bzw. 4 Jahrestief, also Bitcoin mit 1 bis 2 Milliarden Dollar, die da am Tag getradet wurden, war das 3 Jahrestief und XRP mit einem 4 Jahrestief. Also das waren auf jeden Fall Zeiten, an die wir uns jetzt noch kaum erinnern, bei den ganzen bullischen Tagen, die jetzt zurückliegen, aber bis vor ein paar Wochen war es wirklich noch so, dass da fast gar nichts mehr ging am Markt und wirklich alles komplett eingeschlafen ist. Die Handelsaktivität mit XRP fanden weiterhin überwiegend an den großen nicht-amerikanischen Börsen statt, Binance, OKX, Upbit und so weiter. Ja, da gehen sie nochmal darauf ein, wo größtenteils gehandelt wird. Allerdings sprechen sie nicht darüber, was sie da selber so verkauft haben und ob sie an Börsen aktiv geworden sind. Darüber wird auf jeden Fall kein Wort verloren. Also diese Spekulation bleibt erstmal im Raum. Alles andere werden wir uns gleich mal anschauen, was ihre Besitztümer betrifft, denn es wird ja spekuliert, dass sie irgendwie 12 Milliarden XRP besitzen könnten. Da gibt es gleich die Antwort drauf. Hier haben sie jetzt Folgendes eingebaut. Sie geben quasi bekannte Quellen, die eigentlich jeder öffentlich einsehen kann, wie zum Beispiel CC Data, Bloomberg oder auch die hier, wo vermutlich ein Schreibfehler drin ist, Refinitiv Icon. Auf jeden Fall gibt es da einige Grafiken, die aber jeder einsehen kann. Somit geben sie ein bisschen was preis zu dem, was wir aber sowieso schon wissen. Richtige Interna sind das jetzt nicht, sondern einfach nur nochmal für den, der sich vielleicht nur ganz oberflächlich mit XRP beschäftigt und sich nur die Quartalsberichte reinzieht, der kann sich dann dementsprechend hieran erfreuen. Binance mit Abstand die Börse mit dem meisten XRP-Volumen, ja, fand ich doch einigermaßen überraschend. Gefühlt hätte ich gesagt, das sind doch ein paar andere Player da draußen. Aber auch Coinbase mittlerweile, hier zwar nur ein kleiner Teil, aber mittlerweile auch wieder mit Traffic und somit läuft eigentlich alles ganz solide. Hier sprechen sie nochmal über die Entwicklung auf dem XRP-Ledger. Das ist natürlich sehr interessant. Zum einen sprechen sie hier nochmal über die Konkretisierung des sogenannten XLS30D-Standards beziehungsweise dem sogenannten automatisierten Market Maker, der jetzt zum XRP-Ledger hinzugefügt wird, zu den dezentralen Börsen oder Funktion der dezentralen Börse. Entwickler können diese Integration nutzen, um neue Finanzanwendungen zu erstellen und oder in nicht finanzielle Anwendungen zu integrieren. Da das AMM als Protokoll und nicht als Anwendung aufgebaut ist, wird die Liquidität auf Protokollebene aggregiert und mit dem Orderbuch DEX geteilt und so weiter. Und so fort, will jetzt nicht zu technisch werden, ihr könnt es euch sehr, sehr gerne mal geben. Und parallel dazu wurde noch ein weiterer Standard hier nochmal hervorgehoben, der XLS38D. Diese Änderung ermöglicht es, eine Cross-Chain-Brücke zwischen dem XRP-Ledger Mainnet und einer XRP-Ledger-Sidechain bewegt werden kann. Es gibt jetzt also eine Sidechain. Diese Cross-Chain-Bridging-Software wird auch verwendet, um eine Verbindung zwischen dem XRP-Ledger Mainnet
und der kommt dann EVM, also Ethereal Virtual Machine Sidechain, herzustellen. Das heißt, bald könnt ihr, wie es ausschaut, XRP auch mit eurer MetaMask Wallet nutzen und verbinden. Genau das ist ja dieses Thema Interoperabilität, dass man also mit anderen Chains quasi kommunizieren kann, und auch das wird gerade auf die Kette gebracht. Kommen wir jetzt aber mal zu dem wichtigen Teil, und zwar zu den Zahlen. Allerdings haben sich hier nur die erste Tabelle aufgeführt, die eigentlich weniger interessant ist, denn die On-Chain-Aktivität, die können wir uns natürlich mal anschauen und auch mal gucken, wo es Zuwachs gab. Aber viel interessanter wäre natürlich, wie viel haben sie an ODL verkauft, wie viel haben sie dahin verkauft, wie viel haben sie gemacht und so weiter. Diese Info bleibt uns vorenthalten. Also, Transaktionen im Vergleich zum zweiten Quartal um 10% eingeschlafen, dementsprechend auch weniger XRP verbrannt. Durchschnittliche Kosten sind allerdings gesunken, das heißt, wir haben jetzt nur noch 0,0269 bzw. 0,00149 Dollar an Kosten. Das ist deutlich weniger als noch im zweiten Quartal. Und auf der dezentralen Börse ist höchstwahrscheinlich auch aufgrund dieser Hinzufügung oder dieses Hinzufügens dieses AMM oder den ganzen Tests, die damit verbunden sind, deutlich mehr Volumen auf die dezentrale Exchange gekommen. Trustlines sind weniger geworden, es steht aber auch gerade kein großer Airdrop oder ähnliches an. Und was interessant ist, die Anzahl der Wallets ist auf jeden Fall gestiegen. Wir haben also wieder einen deutlichen Zuwachs an neuen Wallets. Das Besondere an den XRP-Wallets ist, dass man quasi eine Aktivierungsgebühr dafür zahlen muss. Ihr kennt es selber, ich glaube bis zu 10 XRP oder so werden da versperrt auf der Adresse. Das heißt, im Normalfall sind diese Adressen nicht irgendwelche wilden Bot-Adressen, sondern wirklich Adressen mit Hintergrund. Und das hat meiner Meinung nach nochmal einen ganz speziellen Wert. Ripples XRP-Bestände, und da kommen wir auch schon zum großen Finale dieses Q3-Berichts. Ripple meldet Informationen über seine XRP-Bestände zu Beginn des Quartals und am letzten Tag des Quartals. Seine Bestände lassen sich in zwei Kategorien einteilen: XRP, das derzeit in Wallets oder auf Wallets verfügbar ist, und XRP, die in einer Treuhandsperre, also in diesem sogenannten Escrow, drin sind. Ja, die, wo sie denn 42 Monate gebunden sind. Und nun kommen wir zum großen Finale. Am 30. Juni hatten sie noch einen Bestand, den Ripple selbst hält, von 5,5 Milliarden XRP. Auf dem Treuhandkonto waren knapp 42 Milliarden. Und am 30. September, also am letzten Tag des Quartals, haben sie noch 5,2 Milliarden. Das heißt, ungefähr 300 Millionen, die fehlen. Das heißt, Ripple hat also 300 Millionen entweder verkaufen müssen, um sich zu finanzieren, oder eben die anderweitig eingesetzt. Ja. Und auch aus dem Escrow fehlen nochmal 600 Millionen. Alles in allem hat Ripple, wenn man das mal zusammenrechnet, 900 Millionen bzw. fast 1 Milliarde ausgegeben. Umgerechnet also irgendwas zwischen 500 und 600 Millionen Dollar. Ja, definitiv heftig. Auf der anderen Seite haben wir auch in den letzten Tagen erfahren, dass die Gerichtskosten nochmal deutlich gestiegen sind. Ripple hat jetzt mittlerweile schon 150 Millionen Dollar für den Fall ausgegeben. Und natürlich muss auch Liquidität gestellt werden und man muss Mitarbeiter bezahlen und all das. Aber gut, zu diesen ganzen Details haben wir keine Infos. Was wir aber wissen, ist, dass heute eine sehr wichtige Deadline ist, nämlich sehr wichtige Frist für Ripple gegen die SEC-Klage. Heute die Richterin Torres hat die SEC und Ripple beauftragt, einen gemeinsamen Briefing-Zeitplan zu Abhilfemaßnahmen für ihre laufende Klage vorzuschlagen, also irgendwie eine Idee, wie man sich vielleicht einigen könnte. Und die SEC strebt eine Einigung in Höhe von 770 Millionen Dollar an. Findet Ripple jetzt nicht ganz so geil, kann ich mir gar nicht erklären. Die Flaggschiff-Veranstaltung von Ripple Swell findet am 8. bis 9. in Dubai statt, das wissen wir bereits. Da haben wir bereits gestern über diese OnAfric gesprochen, also einen der größten Zahlungsabwickler auf dem Kontinent Afrika, der bis zu 400 Millionen neue potenzielle Kunden mitbringt. Und es gibt noch eine weitere Information, und zwar die von HSBC. Die werden wir uns jetzt direkt mal anschauen. Ihr erinnert euch, vor einigen Monaten hat Ripple das Unternehmen Metaco übernommen. Das ist ein Custody Service, also ein Verwahrservice für Kryptowährungen. Und die arbeiten jetzt zusammen mit HSBC. Für alle, die nicht wissen, was HSBC ist: HSBC, Hong Kong und Shanghai Banking Corporation Holdings, haben über 200.000 Mitarbeiter, sind eine der größten Banken auf der Welt und gehören sogar in die Top 50. Ich habe gerade mal geschaut, sind gerade noch so eben in den Top 50, aktuell Platz 46, waren aber im letzten Jahr zum Beispiel noch auf Platz 37. Eine sehr, sehr große Bank auf jeden Fall mit zahlreichen Niederlassungen überall auf der Welt verteilt. Selbst in Hamburg haben die eine Niederlassung und die arbeiten jetzt an Folgendem, und zwar am Thema Verwahrservice für tokenisierte Securities. Die wollen also das ganze Thema Tokenisierung und wie man diese ganzen Assets richtig verwahrt gemeinsam lösen. Das ist definitiv schon mal die zweite große Meldung nach dem Afrika-Thema. Jetzt eben auch noch HSBC an Bord. Und wir sind mal gespannt, was der 9. November noch so mit sich bringt. Bis zum 9. November
November 2023 schlagen die Parteien gemeinsam ein Briefing zeitlang in Bezug auf Abhilfemaßnahmen vor oder wenn sich die Parteien nicht einigen können, beantragen sie gemeinsam, dass das Gericht einen Briefing-Zeitplan festlegt. Heute ist The Swell. Brad Garlinghouse hat momentan, glaube ich, einiges um die Ohren. Bin aber mal gespannt, ob es dazu irgendwelche Neuigkeiten gibt, die raussickern zu dieser Deadline heute. Ob es da irgendwelche berichtenswerte Dinge gibt, falls dem so sein sollte, könnt ihr das Ganze bei mir auf Twitter bzw. X finden. Dort werde ich dann alles teilen, was ich so aufschnappe heute. Bin auf jeden Fall super gespannt, was noch so kommt. Am Samstag könnt ihr euch auf einen Crypto-Talk mit Alex freuen, mit einem richtigen XRP-Experten, und zwar Metamatic ist zu Gast bei uns. Dürft ihr euch schon richtig drauf freuen. Sehr, sehr spannender Austausch. Hat sicherlich ordentlich Mehrwert für euch. Ich wünsche euch jetzt einen wundervollen Tag. Bleibt mir gesund, ihr Lieben. Bis bald. Ciao.